Hallo und herzlich willkommen. Was ihr hier seht, sind schwarz und weiß kommende Schicksale-Booster. Ich bin immer noch auf der Suche nach diesem Pokémon in EX Full Art und deswegen habe ich mir nochmal ein Display bestellt. Beziehungsweise stand da Display, aber es sind diese 36 Booster ohne Displaybox angekommen. Einfach random werde ich sie jetzt öffnen. Nach und nach. Shinox, Krillmak, Düsselgore, Somnium, Samurzel, Raichu Reverse und als Rare ein Zebratz, Stami, Hippoterus, Luxio. Erstes Booster complete. Ja, die Booster, die waren nicht sortiert, die kamen so sortiert an, die waren sortiert, ja. Ich habe sie nicht sortiert, so wollte ich das sagen. Also, Riolu, Sterndu, Samurzel, Hippopotas, Linfu, Schwerball und als Rare ein Grillcheater. Zipheise und ein Picochilla und ein Pummeluff. Ja, also als ich die Hülle aufgemacht habe, waren die alle schon so sortiert. Die habe ich nicht extra sortiert, die waren so. Nicht, dass ihr wieder denkt, dass ich das so mache. Mein Lieblings-Pokémon öffne ich zuletzt. So nicht. Na, jetzt geh schon auf hier. Meine Güte. Ist zum Glück nur der Online-Code verknickt. So, Krillmak, Düsselgore, Somnium, Samurzel, Pikachu. Ein Benny als Reverse und als Rare ein Megalon. Lapras, Schwerball, Wishu. Ein Sodamak, Phygrolon, Lichtel, Flampion, Riolu, Slimog, Reverse Rare, Jop, und dann als Rare 1 Nibuna, ein Luxio, Pokémon Center, Zurokix. Somnium, Grillmark, Drassler, Flampion, Phygrolon, Zurokix, Megalon, Schwerball, Pokémon Center und Emolga. Das kommt mir sehr spanisch vor. Hier war nicht mal eine Reverse drin. Beziehungsweise die Rare war ein Megalon. Ach doch. Oh, Entschuldigung. Das leuchtet ganz schwach. Das Zurokix war die Reverse. Mauzi, Fukano, Hippopotas, Castadur, Elisäber, Pygraulon als Reverse, nicht Rare und als Rare ein Zapdos Holo. Mal endlich mal ein guter Pull. Ziemlich geil. Dann haben wir noch eine Himmelsfallbrücke, Benny und eine Spezialenergie bzw. Prisma-Energie. Zipurze, Riolu, Castadur, Hippopotas, Mauzi, Latinecto Reverse und als Rare ein Lucario Holo. Auch ein cooler Pull. Schwerball, Emolga, Himmelsbrücke.
Schniebel, Petsnief, Fukano, Bronxel, Dampignon, Benny als Reverse und als Rare haben wir ein Sekrom IX. Coole Sache, krasser Pull. Sekrom IX habe ich noch nie gesehen. Das ist nice. Dann haben wir eine Doppelenergie, Lapras, Schwerball. Herrlich, herrlich. Letztes Sekrom-Booster. Sodamak, Kygraulon, Zepurzel, Regalo, Castador, EP-Teiler, Snibuna, Starmie, Hippopotas, Luxio. Die Reverse war ein EP-Teiler. Und die Rare ein Snibuna. Weiter geht's intakt mit den Regigigas Boostern. Chinox, Somnium, Grellmark, Trassler, Flampignon, eine Spezialenergie, eine Doppelenergie, als Reverse und als Rare ein Slimog, Raichu, Pokémon Center, Gelatropo. Klebte von hinten etwas, war aber nur ein wenig Feuchtigkeit. Wenn ich hier nicht Mewtwo EX ziehe, ich denke mal, dann werde ich mir einfach Geld zusammensparen und mir die Karte kaufen. Das reicht mir dann. So, Vegimak, Slimer, Sterndu, Lichtel, Petsneef, Soda Cheetah als Reverse Rare und als Rare ein Tingolist. Dann ein Barschuft, ein Zurokex, Starmie. Shinox, Hippopotas, Sterndu, Linfu, Zepurzel, Somnium Reverse, Bronzong Area, Himmelsfellbrücke, Luxio, Weeshu. Omnium, Olmark, Grassler, Flampignon, Kygraulon, Weeshu, cooles Artwork, Reverse und als Rare ein Scalebra Holo. So, ein Schwerball, ein Arcani und ein Quabble. So, weiter geht's im Text. Hier mit den Regigigas Boostern. Also, Grellmark, Somnium, Lichtel, Kygraulon, Sodamak, Tarnpignon als Reverse, nicht Rare, und als Rare haben wir ein Meglon. Weeshu, Blanas, Pokémon Center. Zepurzel, Trassler, Mauzi, Elseber, Vegimak, Vegimak Reverse. Und als Rare haben wir ein Snubbelikit. Quabble, Weeshu und ein Epitel. Mauzi, Elseber, Vegimak, Shinox,
Selmak als nix. Trassler ist die Reverse. Entschuldigung. Und als Rare nochmal ein Lucario in Holo. Dann ein Zerpeise, ein Quabbel, eine Doppelenergie. Ach Mensch, werfe ich hier auch noch alles über den Haufen. Ich bin wahrscheinlich so deprimiert, dass es hier immer noch kein Mewtwo EX Full Art in meine Hände geschafft hat. Blöd, blöd, blöd. Pygraulon, Lichtel, Flampignon, Riolu, Sterndu, Sneebel, auch wieder ganz komisch am Leuchten, also nur Darkness, Darkness Fever. Als Reverse und als Rare ein Sibirio. Dann ein Pokémon Center, ein Surokeks und ein Emolga. So. Letztes Regigigas Booster. Somnium, Zerpurzel, Sodamak, Pygraulon, Lichtel, Grillmark Reverse und als Rare ein Irokex Holo. Dann ein Luxio, eine Spezialenergie und ein Kyolia. Nächster Stapel. Reshiram Booster. Ein Tarnpignon, Dusselgur, Lichtel, Pikachu, Castadur, Shinux Reverse und als Rare ein Gelatvino als Holo, Picochella, Barschuft, Luxio. Nächstes Reshiram Booster. Lichtel, Fukano, Sneebel, Pikachu, Fukano, als Reverse haben wir ein Luxio und als Rare ein Arcani, dann ein Luxio, ein Pummeluff und ein Gelatropo. Blöd, blöd, blöd. Nächstes Reshiram Booster. Pikachu, Fukano, Bronzel, Castador, Petsneef, Pygraulon Reverse und als Rare ein Tangalist, Himmel 2 Brücke, Benny, Spezialenergie. Pikachu, Flampignon, Sodamak, Pygraulon, Zerpurzel, Wishu als Reverse und als Rare ein Gelatvino Holo. Schwerball, Emolga, Himmelspeilbrücke. Reshiram Orishiram. Nächstes Reshiram Booster. Ein Lichtel, ein Petsneef, ein Fukano, ein Shinux, ein Gelatini, ein Lavados Reverse Rare. Coole Sache. Und als Rare haben wir ein Lucario Holo. Dann haben wir einen Schwerball, einen EP-Teiler und ein Quabbel. Sodamak, Samurzel, Petsneef, Shinux, Zerpurzel, Reverse und als Rare ein Arcani, dann ein Lapras, dann ein Levelball und ein EP-Teiler. Und auch die Regigigas-Booster neigen sich dem Ende zu. Sind jetzt glaube ich nur noch drei. Das hier ist das dritte. Elesaber, Tarnpignon, Gelatini, Shinux, Somnium, Pokémon Center Reverse und als Rare ein, wow,
Zoracolo, das habe ich ja noch nicht gesehen. Das ist cool. Das ist, dürfte sogar eine, das ist krass. Das ist sogar eine Shiny, weil nur das Zorak leuchtet. Das ist krass. Das ist Zorak Shiny. Das ist Hammer. Nur hier dieses Darkness-Zeichen leuchtet und das Zorak leuchtet. Alles andere leuchtet nicht. Das ist fett. Das ist Zorak Shiny. Das ist cool. Quabbel, Wishu, EP-Teiler. Das ist heavy. Leider nicht das, was wir wollen. Mewtwo EX Full Art oder Mew EX Full Art. Allerdings ein Zorak Shiny. So, Pikachu, Vulcano, Bronzel, Castador, Petsneef, Raichu Reverse und als Rare haben wir einen Sneepuna. Dann ein Level Ball, Starmie, Hippotos. Letztes Regigigas Booster. Shinox, Somnium, Elmark, Krassler, Flampignon, Soda Max Reverse und als Rare im Bronzong. Himmelsfallbrücke, Benny, Plasma, Prisma Energie. So. Die letzten Booster stehen bevor. Das sind die Mewtwo Booster. Und ja, die werde ich noch nicht öffnen. Die lasse ich noch zu. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Würde ich sagen. Aber bevor wir uns bei meinem nächsten Video sehen, noch einmal hier die Highlights. Kurz und knackig. Zwei Stück. Sekrom IX. War guter Pull. Und Zorak Shiny. Sehr geil. Ein schimmerndes Zorak. Coole Sache. Coole Sache. Cooler Pull. Kommt dann auch jetzt direkt in Hüllen. Wir wollen ja die Karten so lange wie möglich als das Signierment bleiben. So, dann jetzt aber bis zu meinem nächsten Video. Dort seht ihr dann, was sich in diesen schnuckeligen Mewtwo-Boostern schwarz und weiß kommende Schicksale verbirgt. Ich hoffe ja immer noch auf einen Mewtwo EX Full Art. Und wenn es nur eine andere Mewtwo, wenn es eine andere EX Full Art Karte ist, die sich hier in diesen Boostern versteckt, wäre mir auch recht. Bis dahin, euer Garados Damage. Ciao.